Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Ich möchte heute im Podcast die Arbeit von Gabor Maté vorstellen, einem kanadischen Arzt und Traumatherapeuten, der viele gute Bücher geschrieben hat, unter anderem das Buch »Wenn dein Körper Nein sagt«. Es gibt auch ganz viele tolle Vorträge auf YouTube, in die man sich hineinsehen kann. Und es soll in dieser Folge um den Stellenwert von Stress beim Alterungsprozess gehen. Gabor Maté hat einen tollen Artikel darüber verfasst, den ich hier wiedergeben möchte. Was macht Stress mit uns, außer den Dingen, die wir fühlen, außer der körperlichen und emotionalen Komponente? Was macht er mit unserem Körper, mit unserem biologischen Alter? Was macht er mit unserer Resilienz? Und sind manche Menschen genetisch einfach besser versorgt, um mit Stress und manchen Erfahrungen besser umgehen zu können? Haben sie diese Widerstandsfähigkeit vererbt bekommen? Gabor Maté sagt, es ist nicht so, dass Gene überhaupt keine Rolle spielen. Das tun sie sehr wohl. Sie können eben nur nicht alles bestimmen und erklären. Von ganz einfachen Verhaltensweisen, die wir uns angeeignet haben, bis hin zum unendlich komplexen Prozess, der ein menschliches Leben eben ausmacht. Genauso wenig können mit Genen die meisten Krankheiten erklärt werden. Unsere Gene sind also weit davon entfernt, die autonomen und alleinigen Diktatoren unserer Gesundheit und unseres Schicksals zu sein. Und zwar werden Gene von ihrer Umwelt gesteuert und können ohne Umweltsignale, ohne Umwelteinflüsse gar nicht funktionieren. In der Tat werden sie von den Faktoren, die auf uns einwirken, sozusagen an- und ausgeschaltet. Jede Zelle in jedem Organ unseres Körpers hat erstmal genau die gleiche Genausstattung. Und doch sieht natürlich eine Gehirnzelle nicht aus wie eine Knochenzelle, verhält sich anders wie eine Leberzelle oder funktioniert anders als eine Muskelzelle. Es ist die Umgebung innerhalb und außerhalb unseres Körpers, die bestimmt, welche Gene in welcher Zelle angeschaltet oder aktiviert werden. Und das wird jetzt an einem Beispiel etwas genauer erklärt, damit man das verstehen kann. Es gibt eine neue und schnell wachsende Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie unsere Lebenserfahrungen die Funktion von unseren Genen beeinflusst. Und diese Wissenschaft wird Epigenetik genannt. Infolge von Lebensereignissen, Lebenserfahrungen heften sich anscheinend Chemikalien an die DNA und steuern die Genaktivitäten. Wenn also eine Rattenmutter ihr Rattenbaby ableckt in den ersten Lebensstunden nach der Geburt, wird beispielsweise ein Gen im Gehirn eingeschaltet, das dazu beiträgt, dass das Tier, das Rattenbaby, auch als erwachsene Ratte nicht von Stress überwältigt wird. Das gleiche Gen bleibt bei den Rattenbabys inaktiv, die keine solche Pflege kurz nach der Geburt erhalten haben. Epigenetische Wirkungen sind während der frühen Entwicklung, also in ganz jungen Jahren, am stärksten. Fazit: umweltbedingte, verhaltensbedingte, epigenetische Einflüsse können genetische Einflüsse stark steuern. Die Art und Weise, wie ein Gen wirkt, wird als Genexpression bezeichnet. Die Genexpression wird durch Umwelteinflüsse, durch Einflüsse aus der Umwelt, unserer Umgebung bestimmt. Wie eben anhand des Rattenbabys beschrieben. Und heute ist klar, dass die frühe Umwelt, sowohl pränatal im Bauch
unserer Mutter als auch postnatal nach der Geburt einen ganz tiefgreifenden Einfluss auf die Genexpression und die Verhaltensmuster von uns als Erwachsenen hat. So wie wir aufgewachsen sind, so wie wir gepflegt wurden, beschützt wurden oder vernachlässigt wurden, hat das große Auswirkungen auf die Genexpression. Aber eben auch, was für Erfahrungen unsere Mütter während der Schwangerschaft gemacht haben, was sie durchstehen mussten, was sie konsumiert haben. Und es gibt etwas, das Telomer genannt wird. Telomere sind DNA-Stränge am Ende unserer Chromosomen, die unsere Chromosomen zusammenhalten. Man kann sich das wie die Enden, die Plastikenden an Schnürsenkeln vorstellen. Diese Plastikenden halten die Schnürsenkel zusammen, damit sie nicht ausfransen. Und wir alle haben diese Telomere, diese Plastikenden. Und wenn wir älter werden, werden diese Enden immer kürzer. Das ist ganz normal. Also die Verkürzung der Telomere ist ein bekanntes Merkmal der Alterung des Organismus. Und die Telomerlänge gilt schon seit langem als einer der besten Biomarker fürs Altern. Mit zunehmendem Alter verkürzen sich unsere Telomere und am Ende unseres Lebens ist die Länge dann stark verkürzt. Nochmal, das ist ganz normal. Zu den vielen Einflüssen auf die Genaktivität im Laufe des Lebens gehört eben auch Stress. Allerdings wurde beispielsweise bei Müttern chronisch kranker Kinder verkürzte Telomere festgestellt, die im Vergleich zu anderen Müttern im selben Alter bis zu 10 Jahre Alterung bedeuten. Je stärker sie den Stress und die Überforderung der Pflege wahrnahm, desto älter war ihre DNA. Je mehr kraftzehrende Phasen, starken Stress und natürlich Trauma wir erleben, und Trauma kann ganz vieles Überwältigendes sein in unserem Leben, desto kürzer werden die Telomere. Je mehr Stress wir haben, desto kürzer werden unsere Telomere. Zwei Menschen können also das gleiche Alter haben, aber einer von ihnen hat aufgrund von Stress sehr viel kürzere Telomere und wird schneller krank und stirbt früher als jemand, der genauso alt ist und längere Telomere hat. Und das hat ganz viel mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zu tun, einschließlich eben akutem Stress und zum Beispiel Vernachlässigung und Trauma in der Kindheit. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie ein Trauma und Gabor Maté spricht eben auch von Trauma nicht nur im Sinne von schrecklichen Erlebnissen, bestimmten schrecklichen Ereignissen, sondern von Trauma auch im Sinne eines emotional und seelisch verletzten Kindes. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie die Biologie des Kindes langfristig beeinflusst werden kann. Und ich möchte auch nochmal hier Gabor Matés Erklärung, was Trauma ist, wiedergeben, weil es mir einfach so aus der Seele spricht. Er beschreibt es so. Schauen wir uns mal den Ursprung des Wortes an. Es ist ein griechisches Wort, Trauma, und es bedeutet Wunde. Ein Trauma ist also eine Wunde und genau das ist es. Menschen, die das erlebt haben, können, glaube ich, mit der Bedeutung viel anfangen. Und man kann diese Wunde durch ungeheuerlich schreckliche Vorfälle wie sexuellen Missbrauch oder Kriegserfahrungen oder Schläge oder emotionale Übergriffe erfahren. Das ist die übliche Art und Weise, wie Menschen über Trauma denken. Aber das ist nicht nur Gabor Matés Meinung dazu. Er sagt, dass Trauma, um nochmal auf den Ursprung des Wortes zurückzukommen, bedeutet eben eine Wunde. Und so können Menschen auf alle möglichen Arten verwundet werden. Und zum Beispiel besonders ein sensibles Kind kann verwundet werden, nur weil seine Gefühle nicht verstanden werden oder seine Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder weil die Eltern zu beschäftigt sind oder weil die Eltern gestresst sind und das Kind übernimmt die Rolle, die Eltern vor dem Stress zu schützen, indem es seine eigenen Gefühle unterdrückt. Es gibt also alle möglichen Arten, wie Menschen verletzt werden können und ein Trauma ist also nicht nur eine Wunde, sondern eine Wunde, die nicht verheilt ist. Das verursacht oft eine Abwehrhaltung. Es verursacht mehr Schmerz. Und außerdem vernarben die Wunden. Wenn man sich eine Fleischwunde, eine Wunde in der Haut ansieht, die durch das Narbengewebe vernarbt ist, ist sie weniger flexibel. Sie hat weniger Gefühl in sich. Sie wächst nicht. Sie entwickelt sich nicht. Es ist eine schützende Hülle sozusagen, aber sie hat nicht die Flexibilität und die Vitalität von
von echter Haut, von echtem Fleisch. Und so sind Menschen, die verwundet sind, in ihrer Fähigkeit, auf die Welt zu reagieren, begrenzt und eingeengt. Sie werden von ihren eigenen Gefühlen getrennt, den körperlichen Empfindungen getrennt und manchmal eben auch von ihrem Bauchgefühl. Sogar sehr oft von ihrem Bauchgefühl. Und das habe ich auch besonders einschränkend erlebt, die Beziehung zu mir zu verlieren. Menschen nach Traumaerfahrung entwickeln häufig eine Sicht auf die Welt, die durch Schmerz und Misstrauen und Unsicherheit gefärbt ist. Und sie verlieren ihr Gefühl der Sicherheit. Sie wissen nicht, wem sie vertrauen können. Sie können ihrem Körper nicht vertrauen. Ein Trauma hat also viele Auswirkungen, viele Folgen und es braucht keine schrecklichen Ereignisse, um Menschen zu traumatisieren. Genau das ist das große Missverständnis. Um nochmal zu den Telomeren zurückzukehren. Mit anderen Worten, diejenigen Personen, die entweder mit kurzen oder langen Telomeren in ihr Erwachsenenleben eingetreten sind, haben sehr häufig während der verbleibenden Lebenszeit weiterhin kurze oder lange Telomere. Und das deutet einfach darauf hin, dass die unterschiedliche Länge der Telomere hauptsächlich früh im Leben definiert wird und dann eine dauerhafte Wirkung auf den restlichen Lebensverlauf haben kann. Also zwei Kinder können die gleiche Erfahrung machen, wenn ihnen etwas wirklich Schlimmes passiert, aber wenn eins von ihnen emotional richtig gehalten wird, seine Gefühle ausdrücken darf und den Prozess des Verarbeitens einer Emotion und körperlicher Reaktionen, die durch das Geschehene ausgelöst wurden, durchlaufen kann, dann wird es nicht traumatisiert sein oder kann besser mit der Erfahrung umgehen. Und wenn das gleiche Ereignis einem Kind widerfährt, das emotional allein ist und niemanden hat, der es versteht und der ihm hilft, das durchzustehen, wird es traumatisiert sein bzw. sehr viel schwieriger mit der Erfahrung umgehen können. Unsere Zellen und unsere Telomere hören also darauf, wie wir uns fühlen und reagieren auf die gesamte Umwelt und die Gesellschaft um uns herum. Im Allgemeinen werden also längere Telomere mit Gesundheit und Langlebigkeit in Verbindung gebracht. Theoretisch kann man den Alterungsprozess verlangsamen, wenn man die Verkürzung der Telomere verlangsamt. Aber Telomere können sich auch regenerieren und natürlich nachwachsen. Studien zeigen zum Beispiel, dass die Telomere umso länger sind, je mehr man sich körperlich bewegt oder länger sind, wenn man sich gesund ernährt. Und das kann natürlich jeder auch nochmal für sich selber nachlesen, was da besonders gut ist. Aber man kann sagen, Stress verkürzt die Telomere und beschleunigt den Alterungsprozess wie kaum etwas anderes. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Stress real ist. Auch gefühlter Stress kann Telomere verkürzen. Wie wir Stress wahrnehmen, das ist der Schlüssel. Und Körperarbeit, wie zum Beispiel das neurogene Zittern, kann helfen, deine Gedanken und Gefühle und den körperlichen Alarmzustand besser unter Kontrolle zu haben, sodass ganz verschiedene körperliche Vorgänge und Prozesse wieder stattfinden können und eben auch Telomere sich regenerieren und natürlich nachwachsen können. Finde also deinen Weg, um besser mit Herausforderungen und den vielen Aufgaben im Alltag umgehen zu können. Mit Meditation, mit Übungen, die dich zur Ruhe kommen lassen. Wenn du dich erschöpft fühlst und wenn du aus dem Gleichgewicht gekommen bist, sodass du einfach wieder runterkommen kannst. Meditationen und Übungen, mit denen du dein Gehirn und dein Herz, deinen Körper beruhigen kannst und du in deinen eigenen geschützten Wohlfühlraum einsteigen kannst und wieder zu dir und in deine Kraft, deine Freude finden kannst. Sodass du anfangen kannst, zur Selbstregulation zurückzufinden, indem du nach innen gehst und aus dir heraus etwas verändern kannst. Wenn es um Krankheit, um Gesundheit, um Verhalten, um Lebensmuster geht, können die Gene also anfälliger sein, aber sie müssen sich nicht so entwickeln. Da eben keine zwei Menschen den genau gleichen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, werden nicht mal die Gehirne von genetisch identischen Zwillingen die gleichen Verbindungen und Nervenverzweigungen und aktiven chemischen Bahnen aufweisen. Als erstes muss man also feststellen, dass das menschliche Gehirn kein genetisch festgelegtes Organ ist und welche Schaltkreise sich im Gehirn entwickeln und in welchem Ausmaß und mit welcher Funktion hängt sehr stark von der Umwelt ab.
Und in unserem Erwachsenenalter können wir weiterhin jetzt sehr bewusst bestimmte Schaltkreise und Bahnen im Gehirn stärken, indem wir uns beispielsweise mit bestimmten Themen und Gedanken und Gefühlen und Übungen und Entspannungsmethoden stark befassen und diese einüben. Und wir können auch bestimmte Bahnen wieder abschwächen, je nachdem eben, mit was wir uns auseinandersetzen. Warum wird also, fragt Gabor Maté, so engständig der Stellenwert der Genetik vertreten? Für alles, was mit Aggression, Krankheiten bis hin zu Süchten, wieso wird weiterhin häufig so viel mit Genetik erklärt? Unsere Vorliebe für einfache und schnell verständliche Erklärung ist da bestimmt ein wichtiger Faktor, aber auch eine tiefere Ursache könnte darin liegen, dass wir Menschen uns einfach nicht gerne verantwortlich fühlen. Weder als Individuen für unsere eigenen Handlungen, noch als Gesellschaft für unsere zahlreichen Schwachstellen. Genetische Erklärungen entlasten uns, weil es dann einfach so ist, weil es weiter vererbt wurde. Und schlimmer noch, sie lenken von vielen der tatsächlichen Ursachen menschlicher Erfahrung ab. Der kleinste Teil enthält und beeinflusst das Ganze. Das bedeutet, dass du, wenn du wieder mehr zu dir werden kannst und dich sicher und wohlfühlen und zu einem Ort finden kannst, an dem du heilen und dich ausruhen kannst, dass du damit gesunde neuronale und epigenetische Muster schaffst und deine Telomere sich regenerieren können. Und dass du damit das gesamte Lebensfeld auch um dich herum positiv beeinflusst. Du weißt das bereits. Aber dass die Wissenschaft das erforscht hat, ist wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wenn dir diese Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ihn teilst. Vielleicht kennst du jemanden, der profitieren kann und dem er gut tut. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Kollegin, dem oder der du meinen Podcast empfehlen kannst. Damit unterstützt du mich und auch andere, für die diese Nachricht hilfreich ist. Und dafür danke ich dir sehr. Und wenn er dir ganz persönlich gut tut und du intensiver mit mir arbeiten möchtest, dann schau dich doch gerne mal auf meiner Webseite um. Ich habe verschiedene Angebote und ich freue mich, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt.